Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier zu sprechen und zu diskutieren. Zum Amateur der Weltgeschichte vielleicht nur den Satz, das ist ein Zitat von Krakauer. Krakauer nennt Jakob Burckhardt einen Amateur der Weltgeschichte. Denken Sie darüber nach. Die Gelegenheit würde ich gerne nutzen, hier zu sein, um wie angekündigt einige Beobachtungen zu den spezifischen Möglichkeiten filmischer Geschichtsschreibung, man könnte auch sagen, zum historiografischen Vermögen des Films zu entwickeln. Zunächst materialanalytischen Zuschnitts, dann aber auch in Form theoretischer Überlegungen, die sich im Grenzgebiet zwischen Medien- und Geschichtstheorie bewegen werden, also ein Stück weit auch ein Angebot an Grundlagenforschung sein werden. Auf der Materialseite wird es dabei um drei Arbeiten, Sie sehen es hier schon angekündigt, des US-amerikanischen Experimentalfilmmachers James Benning gehen. Genauer gesagt um seine One-Way-Trilogie, die zwischen 1977 und 2012 in einem Industriegebiet in Milwaukee entstanden ist und die mir im Kontext dieser Tagung aus mindestens drei Gründen interessant erschien, so als Ausgangspunkt oder Materialperspektive. Erstens, weil der historiografische Einsatz der Trilogie auf einer ausgesprochen elementaren Ebene situiert ist, also fern der großen Geschichte im Sinne der Ereignisgeschichte. Es geht um alltägliche Miniaturen, nicht um Staatskrisen, Kriege oder Familienepen. Zweitens, weil, Frau Schmitz hatte schon angesprochen, ein Verfahren im Mittelpunkt steht, das in den letzten Jahren in den Medien- und Kulturwissenschaften intensiv diskutiert wurde, nämlich das Reenactment. Und ich würde auch die Ansicht teilen, dass es hilfreich ist, wenn man da etwas präzisiert, wovon man spricht. Ich werde das in einem medientechnischen Sinne tun. Und weil drittens insbesondere der letzte Teil der Trilogie von Benning, der 2012 entstanden ist, der erlaubt es, die allgemeine Frage, also nach Modi und Reichweite filmischer Geschichtsschreibung, medienhistoriografisch zu pointieren, und zwar vor dem Hintergrund aktueller Digitalisierungsprozesse. Das heißt, vorausgreifend gesagt, Film wird dann vom Ende meiner Überlegungen her selbst zum Objekt von Geschichte, nämlich einerseits von Ideengeschichte und andererseits auch von Mediengeschichte. Und in beiden spielt, das wäre die Hypothese, die unterstellte Verbindung von Film und Geschichtsschreibung eine besondere Rolle und auch eine Rolle, die historisierungsbedürftig ist. Aber genug der Vorrede, ich möchte Ihnen zunächst zwei dreiminütige Ausschnitte aus den ersten beiden Teilen der Trilogie zeigen, und zwar nacheinander, zuerst aus One Way Boogie Woogie, also von 1977, und dann aus 27 Years Later von 2004. Und genau, etwas weniger Licht wäre gut. Im Jahr 1977 drehte James Benning mit einer 16mm Bolex-Kamera 1660 rund einminütige Einstellungen, die das industrielle Zentrum seiner Heimatstadt Milwaukee filmisch erschließen. Umgesetzt als gleichsam strukturalistisch eingetaktete Ortsbegehung, in ein westlich das Lake Michigan gelegenes Industrieareal, entstehen 60 geometrisch komponierte Miniaturen, man könnte auch sagen Zeitkapseln, die sich in stets statisch fixierten, flächig wirkenden Totalen einem ästhetisch gewöhnlich unterbewerteten, 1977 jedenfalls nicht unbedingt als filmenswert erachteten Raum widmen. In den experimentellen Dokumentarblick von Bennings Konzeptkamera geraten auf diese Weise Fabriken, Stahlgießereien, Lagerhallen, eine Reihe mehr oder weniger aktiver Stätten industrieller Fertigung. Daraus entsteht ein Film, dessen Titel sich, nebenbei gesagt, auf ein Mondrian-Gemälde aus der späten amerikanischen Periode bezieht, welches sich 1942 seinen eigenen Reim auf das Straßenraster Manhattans machte. Aus Mondrians abstraktem Großstadtgemälde Broadway Boogie Woogie wird im Raum- und Medienwechsel ein nicht weniger, aber anders abstrakt durchgerasterter Industrielandschaftsfilm namens One-Way Boogie Woogie, der nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit einer Transfer- und Montageoperation unterzieht. Damit nicht genug. 27 Jahre später wiederholte Benning die Einstellung von 1977 so exakt, wie es die zum Teil nicht unerheblichen räumlichen und baulichen Veränderungen zuließen. Werkimmanentes Zwischenresultat war ein Double Feature. One Way Boogie Woogie und 27 Years Later, so der Titel der zweiten Arbeit, sind seit 2004 back-to-back lesbar als Spiegel- und Komplementärfilme, Original- und Remake, Langzeitbeobachtung und Selbsthistorisierungsprojekt.
Beide Arbeiten waren fortan nur noch im Doppelpack zu haben. Und so wurden sie auch aufgeführt, nämlich nacheinander in chronologischer Ordnung, 2x60 Einstellungen, wobei die zweite Serie die erste wiederholt, was nicht zuletzt den doppelten Auftritt einzelner Personen einschließt, die ihre gleichsam historischen Rollen 3 Dekaden später einer für Bennings Verhältnisse oftmals erstaunlich humorigen Nachstellung einer Reenactment-Performance unterziehen. Rezeptionsästhetisch gesehen wiederholt 27 Years Later One-Way Boogie Woogie im Modus eines filmischen Memory-Spiels, das den Zuschauer ab Beginn der zweiten 60 Einstellung mit der Aufgabe konfrontiert, sich die jeweils korrespondierende Einstellung aus der ersten Hälfte erinnernd zu vergegenwärtigen, was weder immer gelingt noch immer gelingen soll. Regelmäßig bzw. durchgehend sind im aktuellen Bild, das mitunter einen völlig veränderten Raum zeigt, 2 unterschiedliche Signaltypen enthalten, visuelle respektive auditive Hinweise, auf letztere werde ich später noch zu sprechen kommen, Hinweise, die dem Gedächtnis beim Finden der virtuellen Entsprechung aus der unmittelbaren Vergangenheit der konkreten Rezeptionserfahrung auf die Sprünge helfen sollen. Stärker noch als die Identifizierung der Raumkonfiguration, die im filmischen Bild als dezidiert tiefenlose Flächenkonstellation ankommen, sind es reenactete Kleinstereignisse, die das Wiederholungsbild wie aus der Vergangenheit hervorbrechende Bewegungsmelder durchfahren, die im Zuschauergedächtnis das historische Original aufrufen und es zur Folie für die aktuelle, also die gegenwärtig vergegenwärtigende Bildfolge machen. Vor allem sind es eine Reihe szenisch aufwandlos gebauter Reenactments, Auftritte einzelner, nun um 27 Jahre älterer Personen, die ihre eigenen Gesten und Bewegungen nachstellen. Manche exakt, auch exakt positioniert auf die bildinterne Anordnung bezogen, andere mehr oder weniger ironisch verschoben, aber stets beziehbar bleibend, was en Detail allerdings erst im Aufführungsmodus einer Doppelprojektion beleghaft wird. So zirkuliert im Netz eine Version der beiden Arbeiten, die die analog montierten Zeitreihen, als welche die Filme One Way Boogie Woogie und 27 Years Later zunächst in die Kinoöffentlichkeit eingetreten sind, auf eine rezeptionspragmatische Synchronzeit bringt, die insbesondere die Reenactments gleichsam mikrohistorisch studier- und vergleichbar werden lässt. Dazu noch mal ein kurzer Ausschnitt. One Way Boogie Woogie und 27 Years Later sind zusammengenommen in verschiedener Hinsicht ein Film über Zeit im Film und geschichtliche Zeit. Vor allem ist es ein Film über jene Zeit, die zwischen beiden Arbeiten liegt, die offscreen, also man könnte auch sagen realgeschichtlich, vergangen ist, während die 16mm Kamera nicht lief. Für diese Zeit gilt, im Raum lesen wir die Geschichte. 120 Mal formt Benning eine Minute Filmzeit, spielt mit der unterschiedlich empfundenen Dauer dieser Minute, den unzähligen Möglichkeiten, sie zu dramatisieren, also die objektive Zeit rezeptionsästhetisch, also subjektiv kürzer oder länger erscheinen zu lassen. Mit dem Modell zweier identischer, aber zeitversetzter Zeitreihen kommt ein langwieriger medientheoretischer Diskurs ins Spiel, der den phänomenologischen Vergegenwärtigungsaspekt des Films als dessen Vermögen zu begreifen versucht, eine traditionell kinematografisch oder medienarchäologisch formuliert, eine in 24 fotografischen Einzelbildern indexikalisch fixierte, nunmehr mit präsenzästhetischen Ressourcen ausgestattete Repräsentation der Vergangenheit in die Gegenwart einer Rezeptionssituation zu bringen. Theoriegeschichtlich war es zunächst der französische Semiotiker und Phänomenologe Christian Metz, der die Realität der projizierten Bewegung nachdrücklich als, Zitat Metz, wirkliche Präsenz der Bewegung, Zitat Ende, gedeutet hat. Wirklich, weil es demnach unmöglich ist, eine solche Bewegung zu reproduzieren, ohne eine neue Bewegung zu produzieren. Und diese neue Bewegung ist dann eben bei Metz die technische Bewegung des Filmstreifens durch einen Projektor. Dieser ideengeschichtlichen Spur folgend lässt sich eine theoretische Vorstellung kinematografischer Zeitlichkeit präparieren, der zufolge das zeitbasierte Medium Film auf der Grundlage eines fotografischen Gedächtnisspeichers eine historische Zeit in die Gegenwart einer Rezeptionssituation bringt. Der Filmwissenschaftler Tom Gunning hat in diesem vielfach als Mediendifferenz Fotografie versus Film theoretisierten Zusammenhang, ausgehend von dem schlichten Faktum »Movies move«, darauf hingewiesen, dass den Bewegungsszenen, der kinematografischen Performance eines laufenden oder ablaufenden Bewegungsbildes, aber immer auch ein Moment der Zukünftigkeit innewohnt.
Er schreibt, Perceiving motion is always a projective aspect, a progressive movement in a direction and therefore invokes possibility and a future. Folgt man dieser Deutung, landet man, wie auch die Theoretikerin Ray Cho, bei der Einsicht, dass die Filmprojektion eine ästhetische Form der Überbrückung von Vergangenheit und Gegenwart organisiert, die nur unter Berücksichtigung eines Zeitvektors zu begreifen ist, der weder ausschließlich in die Vergangenheit noch in die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft weist. Sie schreibt, The filmic representation of the past as image has the peculiar effect of being simultaneously past and future, because the past, as that which is completed, is now cast in a different time, the time that unfolds with the process of watching. The retrospective look back that comes with film as document is at the same time a look ahead at images moving spontaneously in front of us. The projectional effect of film, throwing images on the screen, means that the time of retrospection is now, paradoxically, also a futuristic casting in front. Im Sinne dieser Beschreibung bringt die kinematografische Performance eine rezeptionsästhetische Illusion offener Zukunftshorizonte ins Spiel, die sich medientechnisch gesehen auf der Basis fotografischer Einzelbilder realisiert, denen unter anderem Roland Barthes zugeschrieben hat, sie würden den Betrachter gerade mit einer vollendeten Zukunft konfrontieren. Eine Definition von Barthes der Fotografie. Film vergegenwärtigt, darin ist Metz zuzustimmen, nicht einfach eine Spur einer vergangenen Bewegung, sondern eine Spur, die sich, vermittelt durch den technischen Apparat, aus der Vergangenheit in die Zukunft bewegt. Eine relative Zukunft natürlich, die vom Gegenwartsstandort der Rezeption aus kognitiv problemlos als Vergangenheit erkannt wird, aber in der Aktualisierung ästhetisch, das ist entscheidend, keinem Schließungseffekt unterliegt. Movies move bedeutet also, dass die fotografische Pastness dynamisiert wird, Präsenzeffekte sich in Präsenzeffekte übersetzen. Geschichtstheoretisch interessant an diesem ästhetischen Vergegenwärtigungs- oder man könnte auch sagen Zukünftigkeitseffekt ist, dass der Film gemäß dieser ideengeschichtlichen Figur den Postulaten der analytischen Geschichtsschreibung in die Hände spielt, wie sie Lucian Hölscher im Anschluss an Reinhard Koselleks historische Semantik skizziert hat. Ein letztes Zitat. Um dieser anhaltenden Vernichtung vergangener Zukunftsperspektiven zu entgehen, ist es für die Geschichtswissenschaft notwendig, einen Blick für die Vergangenheit als Gegenwart zu gewinnen. Nötig ist eine Ausmessung der Offenheit vergangener Zukunftshorizonte, mithin die Einsicht, dass das, was dann geschah, nicht notwendig geschehen musste und deshalb auch nicht eindeutig vorhersehbar war, sondern bestenfalls nur eine von mehreren Möglichkeiten darstellte. Eine Perspektive auf die vergangene Zukunft bzw. als Möglichkeit statt als Illusion bzw. Antizipation des tatsächlich Eingetretenen. Film, aus Sicht der schriftbasierten Epistemologie der Geschichtswissenschaft, ein Amateurmedium, das bestenfalls Quellenmaterial, nicht aber dessen verstehende Deutung bereithält, verhandelt so gesehen das fotografische Problem der Historiographie, dass diese die Geschichte mitunter zu sehr auf der Folie vollendeter Zukünfte perspektiviert. Die projektive Dynamik des Bewegungsbildes verleiht der filmisch repräsentierten Vergangenheit hingegen den Anschein einer Zukunft, die zwar vergangen ist, aber aktuell offen scheint. Oder nochmal anders formuliert, Film enthält in dieser Denkfigur die spielerische Option, die gespeicherte Vergangenheit als vergangene Gegenwart erfahrbar zu machen, als Gegenwart, die ihre eigene, nämlich mehr als eine Zukunft hatte und somit auch einen kontingenzgesättigten Möglichkeitsraum einschloss, der nicht deckungsgleich ist mit dem, was dann tatsächlich eintrat. Entscheidend hierbei wäre, dass die Gegenwart nur dann einen Sinn für die Vergangenheit als vergangene Gegenwart entwickelt, wenn deren Zukunftsperspektiven als offene vorgestellt werden, worauf Hölschers im Kern ja methodologisch gemeinte Mahnung an die standortgebundene Ex-Post-Historiographie auch abzielt, nämlich den Wissensvorsprung der Gegenwart nicht in deterministische Verlaufserzählung einer zu untersuchenden Vergangenheit zu übersetzen. Das ist also eine regulative Idee, könnte man sagen.
Die skizzierte Idee kinematografischer Zeitdynamik kann hier Modell stehen, nicht nur weil der Moment filmischer Aufzeichnung tatsächlich blind ist gegenüber der Zukunft, sondern auch weil diese gespeichert vorliegende Entwicklungsoffenheit sich im Vollzug der Projektion auf einer anderen Ebene wiederholt. Sofern sich kinematografisch organisierte Gegenwärtigkeit immer aus einem Gedächtnisspeicher herleitet, wird Vergangenheit im Wechselspiel zwischen vergangener Gegenwart und vergangener Zukunft vergegenwärtigt, also redynamisiert, ästhetisch zur Disposition gestellt. Es ist diese basale kinematografische Performance, also dieses Oszillieren zwischen Effekten der Nähe, Aktualität, Präsenz, Gegenwart auf der einen und solchen der Distanz, Virtualität, Absenz, Vergangenheit auf der anderen Seite, die ganz grundsätzlich mit der Ambiguität des Reenactments korrespondiert. Die Logik der Löschung und gleichzeitigen Wiederherstellung von Distanz, wie Inke Arns das Reenactment definiert hat, gilt nicht erst dann, wenn ausdrücklich historiografisch vorgegangen wird, wie etwa in den, Sie kennen das bestimmt, einschlägigen Filmen von Riti Pan oder zuletzt Joshua Oppenheimer, in denen das Prinzip des Reenactments darüber hinaus zur inszenatorischen Strategie eines konkrete Geschichtsereignisse, wenn man so will, repräsentationskritisch verhandelnden Sozialexperiments wird. Auch wenn Film speichertechnisch gesehen differenzlos und reproduktiv verfahren mag, in der Rezeptionsästhetik, also in der zeitbasierten Aktualisierung dieses Speichers, werden durchaus ambivalent strukturierte Zeitsignale, Nähe- und Distanzverhältnisse wirksam und erfahrbar. Kurzum, als Zeitspannungsfrage verstanden, operiert etwas Reenactment-artiges insofern stets im filmisch-kinematografischen Unterbau mit unterschiedlichen Effekten, verschieden explizit gemachten historiografischen Agenten. Um auf die ersten beiden Arbeiten der Benningschen One-Way-Trilogie zurückzukommen. Dort ist Geschichte zunächst vor allem bezogen auf den Prozess des Historischwerdens, sofern die Veränderungen im Raum von der Zeit Zeugnis geben, die zwischen beiden Filmen ihre Spuren hinterlassen hat. Zugleich sind die Aufnahmen von 27 Years Later lesbar als Zukunftsbilder jener historischen Bilder, die rund 3 Dekaden zuvor aufgenommen worden waren. Wenn der zweite Film läuft, schließt sich so gesehen Einstellung für Einstellung der Zukunftshorizont des ersten Films, insofern sich im Bild festschreibt, was tatsächlich der Fall geworden ist. In der gleichen Bewegung öffnet sich aber eine neue Zukunft, die vom Standort einer aktuellen Rezeption aus schon wieder eine neue Vergangenheit mit einer neuen vergangenen Zukunft ist. Für die Logik des darin eingebauten Reenactments, das Modell einer Bewegung zwischen den Zeiten, sind dabei nicht nur die ausdrücklich inszenierten Nachstellungen entscheidend, sondern nicht zuletzt, dass Benning 27 Years Later, Sie haben es wahrscheinlich registriert, komplett mit der Tonspur von 1977 unterlegt hat. Die unter Reenactment-Spannung gesetzte Geschichte arbeitet somit nicht nur in der Erinnerung des Zuschauers und als visuell gespeicherte Differenz im Raum, sondern auch als Soundphantom materialisiert. Ein Phantom, das die projektive Dynamik von 27 Years Later explizit historisch rückbindet. Nochmal anders deutlich wird dabei die Dynamisierungsgrenze filmisch-kinematografischer Vergegenwärtigung. In der ästhetischen Modellierung eines Zeitraums zu den Bedingungen eines zeitbasierten Mediums, in den sich in der Rezeption ergebenden Zeiteffekten, öffnen sich vergangene Zukunftshorizonte auf der Grundlage eines Speichers, der zwar wiederholbar, aber definitiv nicht mehr zu ändern ist. Als Benning seine Kamera im Sommer 2011 ein drittes Mal in Milwaukees Industriezone aufstellen wollte, wurde ihm schnell klar, dass eine weitere Version gemäß der ursprünglichen Idee pragmatisch kaum mehr durchführbar war, weil die sich in räumlichen Konfigurationen materialisierende Geschichte Fakten geschaffen hatte, die Bennings Projekt in seinem eigentlichen Kern betrafen. Dazu ein kurzer Blick auf die dritte Arbeit und auf Benning selbst. Die dritte Arbeit der Trilogie, die schlicht One-Way Boogie Woogie 2012 betitelt wurde, ist auf verschiedenen Ebenen dezidiertes Produkt jener digitalen Transformation, die zu diesem Zeitpunkt endgültig die gesamte Medienkultur erfasst hatte. Aus einem Film wurde eine 6-kanalige Videoinstallation, aus der Kinoleinwand raumstrategisch konstellierte Galeriescreens, aus der Bolex eine Sony HDX3, aus dem 16mm Material, das war Ektachrom von Kodak, wurde hoch aufgelöstes Digitales.
Das Zeitreihenprinzip, die Sukzession von 60 einminütigen Einstellungen, übersetzt sich im Ausstellungsdisplay auf 2x3 Projektionsflächen, die insgesamt 18 Einstellungen wiedergeben, welche dafür aber nun 5 Minuten lang sind. In einer Aufführungsdauer von 90 Minuten ist auf jeder Videowand einmal das gesamte Material zu sehen, wobei der erste Screen, also bei Einstellung 1, startet, der zweite bei der vierten, der dritte bei der siebten und so fort. Das heißt, alle drei Iterationen wird einmal das gesamte Digitalmaterial im Galerieraum gewesen sein, lateral verteilt, nicht linear organisiert. Auf die damit installierte Synchronie werde ich gleich noch zu sprechen kommen. In Bezug auf das Reenactment-Modell der Trilogie macht aber der dritte Teil nun zunächst vor allem explizit, dass dieses weniger in den profilmischen Inszenierungen, also dem nachgestellten Akteurshandeln, gründet, als in der denkbar elementarsten Geste filmischer Produktivität, dem Aufstellen und Ausrichten einer Kamera. Reenacting bedeutet hier nämlich ganz unvermittelt Reshooting. Der primäre, entscheidende Akt der Benningschen Nachstellung betrifft die Einstellung, findet nicht vor, sondern mit der Kamera statt. Die Wiederholung einer einmal gewählten Positionierung. Dass Performer ihre eigenen Handlungen in einem zeitlichen Abstand wiederholen, beziehungsweise dass diese Handlungen von anderen Performern per Mimikry wiederholt werden, wie im Fall von Bennings Mutter, deren Auftritt aus dem Jahr 1977 im Jahr 2004 von einer anderen, jüngeren Frau reenacted werden musste, weil Bennings Mutter zwischenzeitlich verstorben war. All dies ist nur die zweite Stufe einer sich hier manifestierenden Wiederholungsstruktur, die im Vergleich zu elaboriert inszenierten filmischen Reenactments kunstloser, basaler nicht sein könnte, beziehungsweise umgekehrt gedacht, seine konzeptuelle Stärke und womöglich auch Komplexität gerade aus einer maximal simplen Operation generiert, die ohne Zwischenschritte auf etwas überaus Elementares abzielt, auf den kinematografischen Akt der Bildakquise, auf das Verhältnis von Raum und Kamera, auf die Standortgebundenheit der Aufnahmeperspektive. Der dritte Teil präpariert die Basisoperation, das elementare Framing, aus dem Geschichte sich formiert, insofern, als er bis auf eine Einstellung, die Benning selbst nachspielt, also eine von ihm performte Bewegung durch den weiterhin natürlich statischen Bildkader, abgesehen davon keine profilmisch inszenierten Reenactments mehr enthält. Zudem wiederholen nur 10 der 18 Einstellungen Kamerastandpunkte, die bereits in den Filmen von 1977 und 2004 eingenommen worden waren. Die restlichen 8 begründen gewissermaßen eine neue Reihe und markieren in ihrer werkimmanenten Geschichtslosigkeit zugleich eine merkliche Differenz zu jenen Einstellungen, deren digital projizierte, auf 5 Minuten ausgedehnte Gegenwart Stand 2012 auf 2 bereits anders historischen Einminütern aufruht. Als durchgehend digital generierte und wiedergegebene, zudem anfangs- und endlose, weil eben geloopte Multimedia-Installation, als Studie hochaufgelöster, simultan ausströmender Bewegtbildästhetik schließt die Arbeit von 2012 mit Techniken, Formbildungen, Rezeptionsmodi digitaler Medienkultur kurz und blickt derart positioniert auf die ersten beiden Teile zurück. Was beim wiederholten Reenactment in den Blick gerät, ist somit eine weitere Ebene von Geschichte, Mediengeschichte. Ich komme dann auch schon zum Schluss. Das Aufstellen einer Kamera ist in einer Welt, in der nicht nur immer mehr Gadgets Kamerafunktionen besitzen, GoPro-Cams an Haustieren befestigt werden und Drohnenkameras in den Consumer-Bereich vordringen, sondern auch fest installierte Kamerasysteme jenseits staatlich-polizeilicher Überwachungsregimes qua Echtzeit-Streaming-Technologie entlegene Vogelnester, Büro- wie Wohnungsräume in den auf Wunsch sogar mit Bewegungsmelder-Benachrichtigungsfunktionen ausgestatteten Dauerblick nehmen, in dieser sich tendenziell permanent sensorisch im technischen Bild reproduzierenden Welt ist das Aufstellen einer Kamera als distinkte Geste nicht mehr, zumindest nicht auf dieselbe Weise, nämlich als künstlerisch-auktorial gesetzter Zeitschnitt reenactbar. Mit Blick auf die zahllosen automatisch angelegten Bilddatenbanken, hier sehen Sie als prominentes Beispiel die Voyeur-Plattform OpenTopia, also die nicht effektiv genug verschlüsselte semi-öffentliche, aber auch private Webcam-Streams abgreift und aggregiert. Datenbanken, die hinter den Echtzeitübertragungen Archive des pausenlosen Monitoring ausbilden. Hierüber ließe sich behaupten, dass Bennings Prinzip, den gleichen Blick auf den gleichen Raumausschnitt mit zeitlichem Abstand zu wiederholen,
auf zahllosen Webseiten eine gewöhnliche User-Funktion unter anderen geworden ist. Für das Zurückgehen im Zeitstrom, für die Erkundung der Streaming-Geschichte, dass das Timeshifting unter den Bedingungen digital schaltbarer Datenbilder eröffnet, benötigt es keine strukturalistisch apostrophierte Experimentalfilmmontage mehr. Ein Klick genügt und das Bild springt von Ausschnitt zu Ausschnitt, von Ort zu Ort und bei entsprechend servierbaren Datensatzgrundlagen auch durch die Zeit. Es sind fraglos neuartige temporale Konfigurationen, andere, auch anders zirkulierende, anders nutzbare Geschichtsbilder, die auf der Basis von MPEG-Kodierungen und sogenannten Real-Time-Streaming-Technologien entstehen. Theoretische Modelle, die bewegtbildbasierte Modi der Vergegenwärtigung entlang des apparativen Dispositiv des Kinematografischen expliziert haben, über einige referiert, lassen sich nur eingeschränkt auf eine Gegenwart übertragen, in der Zeitspeicher nicht kontinuierlich en bloc projiziert, sondern schaltförmig gestreamt, nonlinear prozessiert und wie Datenbanken durchsuchbar werden, in der Vergegenwärtigung qua Echtzeitzugriff eben auch bedeutet, dass Gegenwart fortlaufend mit Gegenwart überschrieben wird. Historiografisch verlagert Benning so gesehen die Analyseebene und wird zum Medienarchäologen, der die kinematografische Operation des Aufstellens und Aktivierens einer Kamera als einen bedeutsamen Akt historisiert. Digital ist der dritte Teil nicht nur hinsichtlich seiner Akquise- und Projektionstechnik aufgrund seiner hochaufgelösten Textur, die in der Ausstellungsrezeption Details zu sehen gibt, wo im Kino das grobe Korn des 16mm-Materials ästhetischen Eigensinn zur Aufführung brachte. Der aktuelle Effekt von Gegenwärtigkeit ist darüber hinaus gebunden an eine modular im Raum verteilte Simultanität, an gleich- und loopförmig ausströmende Bildfolgen, deren Multiperspektivität auf die Proliferation der einnehmbaren Kamerastandpunkte verweist, während die parallel bespielten Projektionsflächen auf rezente Routinen des Timeshifting zu reagieren scheinen. Dass das 1977 entwickelte Konzept 2012 nicht mehr in direkter Entsprechung zu reenacten war oder zu reshooten war, hat so gesehen nicht nur mit den von Benning angesprochenen Eigentümerwechseln und Gentrifizierungsprozessen in Milwaukees Industriegebiet zu tun, sondern auch mit der zwischenzeitlich vergangenen Geschichte filmischer Medientechniken, die heute Bewegtbilder anders aufzeichnen, anders verteilen, mit einem sehr viel weiter aufgespannten visuellen Kontext auch einnehmbarer Kamerapositionen automatisch aggregieren. Aus kinematografisch projizierten Einzelbildern sind heute vielerorts Datensätze geworden, für die die Erscheinungsform Bild kontingent bzw. eine Frage algorithmischer und protokolltechnischer Kalküle ist. Mit One Way Boogie Woogie 2012 wird Mediengeschichte also im Raum der Galerie lesbar, wenn sich auf den Videoscreens in 10 von 18 Fällen zuletzt 2004 gespeicherte Zukunftshorizonte schließen. Ahistorisch ist die jüngste Arbeit der Trilogie ohnehin nicht, sondern unmittelbar bezogen auf eine zeitgenössische Gegenwart filmischer Reenactments, die mit angrenzenden Bildwelten unweigerlich so unmittelbar in Kontakt stehen, dass die Standortgebundenheit kinematografisch gespeicherter Geschichte als eine historische Schicht, als etwas Eingelagertes vorgestellt werden muss. Darauf deutet zumindest ein Irritationsmoment hin, dass den Ausstellungsbesucher von One Way Boogie Woogie 2012 befallen kann. Während 27 Years Later mit der originalen Nagra-Tonspur von 1977 unterlegt war, die sich im Film von 2004 stellenweise deutlich asynchron zur Bildfolge verhielt, kippen in der Galerierepräsentation von 2012 6 digital und bildsynchron aufgenommene Soundkanäle ineinander. Das Resultat ist einerseits galerieraumtypischer Noise Bleed, zum anderen aber auch lesbar als Reaktion auf die heute im Galerie- wie im Netzraum übliche aufmerksamkeitsökonomische Konkurrenz ästhetischer Signale. Geschichtstransporte bleiben in jedem Fall eine Frage der Standortgebundenheit. Benning belässt es hier bei einem Zitat, das an einer Stelle unvermutet von einem der 6 Tonkanäle ausströmt und für einen kurzen, erkennbar komponierten Soundtrack-Freistellungsmoment alle anderen Klangereignisse übertönt. Es ist, wir haben es vorher eine Minute lang gehört, Leonard Cohens bereits in die Tonspur von 1977 nachträglich reingemixter, also wie das
Liedgut von Cab Calloway und Johnny Mathis nicht on location, nicht am Ort des Kamerastandpunktes aufgenommener Song Famous Blue Raincoat, der in Briefform verfasst eine Frau namens Jane lakonisch wissen lässt, ah, the last time we saw you, you looked so much older, your famous blue raincoat torn at the shoulder. Dieses Stück aus dem 1971 erschienenen Album Songs of Love and Hate war mit seinen eingebauten Anspielungen auf das wiederkehrwehmütige deutsche Soldatenlied Lili Marleen schon 1977 eine extradiegetische, historisch tiefengestaffelte Erinnerung. 35 years later, Stand 2012 folgende, darf sich eine in die Jahre gekommene Kamera qua Standortwandel mit angesprochen fühlen, klingt der Song doch wie eine doppelt lesbare Vergegenwärtigung der Popmusikhistorie und dank Benning eben auch der Geschichte filmischer Medientechnik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich fand das alles super. Aber ich habe doch ein großes Problem und das betrifft weniger den Schritt, den du jetzt so in der Geschichte der Medientechnik gemacht hast, das war mir alles sehr einleuchtend, sondern eher das Verhältnis der ersten zwei Arbeiten von Benning, weil ich mich beim Zuhören dauernd gefragt habe, was hat denn das mit Geschichte zu tun? Also mir ist es sehr einleuchtend als eine Explikation der Problematik von Zeit, aber das Vergehen von Zeit ist ja nun nicht automatisch Geschichte. Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen die Frage, ja, also welches Geschichtsverständnis du diesem Vergleich zugrunde legst. Ja, danke. Genau, also die Idee ist natürlich, diese Arbeit zu wählen, die gerade nicht Geschichte sozusagen ganz ausdrücklich und in einem konsolidierten Verständnis verhandelt. Also wir finden sozusagen keine Hinweise darauf, dass hier ein historisch bedeutsames Ereignis verhandelt wird. Es wird auch nicht explizit gemacht, dass es sich wirklich um eine historiografische Operation handelt, sondern einfach zwei sozusagen Aufschreibeschichten, die übereinander gelegt werden. Und in Bezug eben auf den Versuch sozusagen in die Film- und Medientheorie zu gehen und da zu schauen, also wie man diese sozusagen bewegungsästhetischen Überlegungen metahistografisch ausdeuten kann. Dafür finde ich das einfach ein sehr gutes Beispiel, weil es quasi die elementarste Operation ist, bei der sowas beginnt wie Geschichtsschreibung. Ja, das ist natürlich irgendwie kein Narrativ und es wird auch nicht argumentiert, aber es ist sozusagen der Nullpunkt eigentlich in einer Sequenzbildung. Und so würde ich eben Geschichte verstehen. Also in dem Moment, wo jemand zwei Zeitschnitte über oder nebeneinander legt, auch nur zwei Dokumente nebeneinander legt und die vergleicht, in dem Moment beginnt er eben Geschichte zu schreiben, also wie Certaud es ja auch versteht. Also wir sammeln Dokumente, wir versammeln Dokumente, wir legen die als Historiker sozusagen im Archivraum nebeneinander auf den Tisch und das ist die elementarste Geste eigentlich der Geschichtsschreibung. Und deswegen schien mir das plausibel und attraktiv an der Stelle. Ja, das schließt eigentlich direkt an, weil ich glaube, oder meine Frage ist eigentlich, inwieweit dieses Verständnis von Geschichte nicht auch selber einer Geschichtsströmung unterliegt. Also vor 1989 hatten wir, glaube ich, klar definierte Geschichtsabschnitte, wann etwas historisch ist. Wenn ich jetzt zurückdenke, letztes Jahr, 25 Jahre Mauerfall, auf einmal ist das alles viel kürzer, viel schneller. Oder wenn man jetzt 10 Jahre zurück, analog zu diesem Film, ein Supermarktregal im Mai 1989 gefilmt hätte und es heute tut, auf einmal ist Geschichte eben auch im Alltag da. Und meine Frage an Sie ist eigentlich, inwieweit ist das inzwischen auch schon ein Prozess? Und inwieweit ist das reine Vereinbarung, was wir historisch nennen? Ja, ich würde das... Ich würde auch sagen, dass es eine Vereinbarung ist. Also es gibt natürlich, das wäre jetzt hier schon natürlich die Folie mit so Leuten wie Hölscher, der Versuch, das zu messen an Standards, die gewissermaßen die Historiker im wissenschaftlichen Selbstverständigungsgespräch vereinbaren. Also auch da gibt es ja eine Bewegung, die ist älter als 89, die geht in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, als eben viele Modelle der Geschichtsschreibung dann wirklich grundlegend modernisiert wurden und die bedeuteten ja nicht nur, dass man gewissermaßen andere Zeitsequenzen bildet, sondern dass man gewissermaßen auch inklusiver Geschichte schreibt, also Geschichte von unten, Geschichte von minoritären Personen, von minoritären Räumen. Dazu gehört Benning ja letztlich auch. Also der geht irgendwo hin, wo eigentlich niemand glaubt, dass was Interessantes zu filmen ist. Und indem er eben dreimal hingeht, hat er plötzlich eine Sequenz, die man historiografisch
konsultieren kann. Und ansonsten würde ich sagen, die Frage, wie wir sozusagen geschichtliche Zeiten wahrnehmen oder ab wann wir sozusagen ein vergangenes Ereignis geschichtlich verstehen, das ist vermutlich wirklich nur im Kontext oder in Bezug auf die Medien, die uns eben sozusagen die geschichtlichen Signale übermitteln, zu begreifen. Und man kann natürlich sich schon die Frage stellen, ob also sozusagen eine Verteilung von Signalen und von Speichersignalen, die eben in Echtzeit stattfindet, wie heute, was das eigentlich für einen Geschichtsbegriff impliziert und bedeutet. Da würde ich mich jetzt erstmal zurückhalten, aber ich habe natürlich ein paar Hinweise gegeben, also mit dem Gegenwart überschreibt Gegenwart, wo sind dann die Archive, wie werden die belastet, braucht man dann nicht letztlich doch wieder eben sowas Altmodisches wie strukturalistische Filmemacher, die Zeitschnitte setzen, die was auswählen aus dem Material, also sozusagen die Öffnung der Archive und die Verbreitung dessen, was aufgezeichnet, gefilmt und gespeichert werden kann, das ist ja passiert unter digitalen Bedingungen. Alles kann aufgeschrieben werden, alles kann aufgezeichnet werden. Sie können 500 Millionen Fotografien auf Ihrem Handy speichern. Das ist nicht mehr der Punkt, dass die Speicher zu schnell belastet sind, sondern es geht eigentlich wieder darum, Zeitschnitte zu setzen. Und so Begriffe wie Schaltung oder Datenbank sind da, glaube ich, heute wichtiger als alles, was mit Film dann im herkömmlichen Sinn zu tun hat. Hallo, erstmal glaube ich, bin ich der Meinung, dass das ein wahnsinnig gutes Beispiel ist für Geschichtsschreibung und auch für den Umgang oder zumindest ein provokativer Anfang ist über Abbildung und Reenactment, Kopie, Wiederholung im Dokumentarfilm der von Historie zu geben, weil ich finde, dass diese Installation, was letztlich dann ja irgendwann geworden ist, mich tiefer reinzieht, darüber nachzudenken, was in Amerika, gerade in Milwaukee, was in diesen Städten passiert ist, über Gentrification, mich mehr mit reinzieht, mich mit den Differenzen, mit den Unterschieden auseinanderzusetzen, als ein auserzähltes Narrativ, was mich vielleicht auch, weil da müsste man drüber nachdenken, warum das so ist, aber mich langweilt, wenn mir eine total auserzählte Geschichte erzählt wird. Das ist aber das ist nicht der Punkt, das war nur ein Kommentar zu der Frage, was es mit Geschichte zu tun hat, weil ich glaube, dass das mehr mit Geschichte zu tun hat, als wenn wir jetzt einen Film gesehen haben, Dokumentation über Milwaukee, weil es uns in den Kern der Geschichte zieht. Mich würde aber eine andere Sache interessieren. Sie haben davon gesprochen, dass die Filme von ihm, zumindest habe ich so verstanden, gleichzeitig in die Vergangenheit gehen und in die Zukunft weisen. Also zumindest war das andeutungsweise so ein bisschen derridaische Verspurungen, Gleichzeitigkeiten. Ist es nicht auch so, dass man in dem Moment, also die Technik, die er einsetzt bei den ersten beiden Filmen, die Differenz, also dass er nicht nur über Zeit arbeitet, sondern auch über Differenzen, die so mikrologisch klein sind, dass man immer wieder hin und her springt, dass es nicht nur ein Vergehen der Zeit ist, sondern auch ein Zeitkontinuum, also eine Dauer aufzubauen, wo wir gezwungen sind hinzugucken. Das Bild, wo die drei Frauen mit dem Auto hinfahren und dann die drei Frauen auf dem Parkplatz stehen, gleichzeitig Potenziale der Geschichte gespeichert sind, weil sie in dem ersten Bild sich nicht umarmen, in dem zweiten Bild oder in dem zweiten Passage sich umarmen als fast schon Liebespaar, dass wir ständig auch ausgesetzt sind der Frage, was wäre, wenn, was für Potenziale sind eigentlich in dem ersten Milwaukee gespeichert und nicht realisiert, aber welche könnten wir realisieren? Ist das so eine Richtung, die Sie meinten? Das war also eine Verständnisfrage, die ich hatte. Ja, danke. Genau so war es gemeint. Also was ich noch versucht habe, ist einfach sozusagen nochmal in die Ideengeschichte des Kinematografischen zu gehen und eben zu schauen, wie dort eigentlich meistens ja sozusagen in der Auseinandersetzung, wie sich Film und Fotografie zueinander verhalten, wieder sozusagen für die Bewegungsästhetik eigentlich theoretische Modelle gefunden werden. Und da, wenn man dann sozusagen feststellt, dass eben dieses typische sozusagen fotografische Moment der abgeschlossenen Zukunft bei einer sozusagen Projektionsdynamik nicht mehr funktioniert, weil wir erleben Filme ja sozusagen als Kopräsenz und wissen sozusagen nicht, wohin sie gehen. Auch wenn wir den Film kennen, wissen wir das sozusagen im Nachvollzug eigentlich nicht. Das kann man eben metahistografisch korrespondieren mit diesem Problem, das Historiker eben haben, wenn sie in die Vergangenheit blicken, aber natürlich sozusagen schon von den Verläufen glauben zu wissen.
Und insofern eben dann aber historische Schichten nicht mehr richtig beschreiben können, weil die für die natürlich wichtig war, dass sie sozusagen in ihrer eigenen vergangenen Gegenwart die Möglichkeit gehabt hätten, ganz andere Zukünfte anzunehmen, also auch andere als die, von dem aus jetzt sozusagen heutige Historiker auf diese Vergangenheit blicken. Man kann aber Geschichte nicht schreiben, wenn man die Kontingenzräume, die geschichtliche Momente eben beinhalten, nicht versteht. Das ist epistemologisch für Historiker, glaube ich, wichtig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, eben diesen Determinismen auszuweichen. Und ich finde es interessant, dass das einfach so eine zentrale Idee sozusagen ist, die man in der Medien- und Theoriegeschichte des Films immer wieder findet. Diese Dynamisierung eines eigentlich fixierten, abgeschlossenen, nicht mehr zu ändernden Speichers. Und das ist ja Geschichte auch. Ja, ich finde das auch ein spannendes Beispiel, aber es ist ja doch eigentlich eine andere Methode erstmal, weil ich weiß nicht, wie sehr er das 77 schon geplant hat, in einer Dreierreihe zu machen, aber es ist ja eben nicht der Auftrag, was Vergangenes einzufangen, sondern eher der Versuch, Geschichte zu schreiben in der Gegenwart und perspektivisch in der zukünftigen Gegenwart, was ja von dem abweicht, was Historiker klassisch machen eben und was auch vielleicht von dem abweicht, was man als Filmemacher irgendwie als Auftrag oder Idee hat, wenn man irgendein historisches Thema bearbeitet. Da hat man vielleicht manchmal das Glück, Archivmaterialien zu finden, mit denen man ähnliche Formen der filmischen Auflösung erarbeiten kann, dass man eben in den Orten ganz unkommentiert oder ganz reduziert Zeit vergehen sieht. Aber es ist nicht der klassische Zugang, wie man das vielleicht verstehen würde, wenn man sagt, man macht was Historisches. Aber schließt aber vielleicht die Frage an, ob es gerade als mit diesem Medium Film vielleicht mehr in die Richtung, ist jetzt einfach nur ein Gedanke oder eine Frage, in die gehen kann, auch dass man Geschichtsschreibung antizipiert, nicht, dass man also das wäre eigentlich die Frage, ob das eine Idee dabei war, auch, dass man nicht eben guckt, was ist passiert und wie kann ich das noch mit irgendwelchen Hilfsmitteln, Reenactment oder anderen, oft ja nicht ganz befriedigenden Hilfsmitteln auflösen, sondern eher zu gucken, was passiert jetzt und das irgendwie filmisch schon als Geschichte einzufangen. Ich weiß nicht, ob das ganz deutlich geworden ist, aber vielleicht die einfache Frage verbunden, wie sehr dies in der Planung war, ob es ihm erstmal um diesen Moment 77 ging oder wirklich um eine Form von Geschichtsschreibung, die aber in der Gegenwart beginnt? Ich denke nicht, dass er 1977 schon wusste, dass er 2011 nochmal Geld für eine Galerie-Multimedia-Installation bekommen würde, um da wieder hinzugehen. Da ging es, glaube ich, tatsächlich eher darum, einen bestimmten Ist-Zustand aufzuschreiben. Also man könnte irgendwie sagen, das ist Tagebuch. Führung im Grunde, die ja auch schon ein historiografisches Moment eigentlich beinhaltet, weil man sich ja zukünftige Leser vorstellt und wenn es auch nur, auch wenn man es nur selbst ist, aber man hat ja sozusagen ein Zeitmodell eigentlich in dem Moment, wo man sowas anlegt, immer schon enthalten. Ich würde sagen, in einem orthodoxeren Sinn wird Benning zum Historiker in dem Moment, wo er eben 2012 den zweiten Film macht und also sich sozusagen die alten Kamerastandorte wieder raussuchen muss. Und dann ist die sozusagen Stadtkarte dieses Areals, ist dann irgendwie sein Archiv und er muss eben herausfinden, wo bin ich da gestanden? Kann ich da wieder hin? Gibt's die Straße noch? Ist das verbaut? Das wäre, glaube ich, so ein Zurückgehen im Zeitstrahl, das man, glaube ich, ganz typisch als Arbeit des Historikers beschreiben kann. Man versucht sozusagen zu einer Zeit zurückzukehren, zu Orten zurückzukehren und einfach zu gucken, also was ist da jetzt und was sozusagen sind Spuren, die eben zu diesem Zustandswechsel geführt haben. Vielleicht erst soweit.